Auf geht's zur Wiesn! Oh, zapft uns! Liebe Wiesengaudi TV-Zuschauer, bei mir steht Professor Werner Mang. Herr Mang, grüße Gott, wie geht's Ihnen? Hallo. Nach 16 Tagen Wiesn. Mir geht's sehr gut, ich genieße es auch und habe 5, 6 Pflichttermine hier gehabt. Und was das Tolle ist, man trifft halt viele Leute, die man sonst nicht sieht, viele Promis, auch viele nette Freunde. Also ich genieße es heute Abend, ist so der Abschluss, ganz in Ruhe was essen, mit vielen schönen Frauen am Tisch. Und würden Sie uns vielleicht verraten, wen Sie da so dabei haben? Ja, ich habe an sich auf den Wiesn meistens meine Frau dabei. Das ist äußerst vernünftig, das ist eine gute Einstellung. Und wer sind dann so die anderen schönen Frauen? Tochter vielleicht? Das sind die Münchner Gesellschaft, die schönen Damen. Und da bin ich heute eingeladen. Also das ist also viele Frauen, ich glaube, wir sind nur an dem 30er Tisch, sind nur 4, 5 Männer. Ja, gut. Und das ist natürlich auch toll, weil ich finde, das, wo ich vor 30 Jahren am Filmball war oder am Chorfest, da hat jeder gesagt, der Mann kann man keine Hand geben, weil sonst bin ich geriftet. Heute ist es. Moment, so, das wäre ja eigentlich sensationell. Das müssen wir mal erfinden. Ja gut, aber heute ist es mehr nicht mehr so ein Tabuthema. Das heißt also, ich bin herzlich willkommen und habe natürlich auch in München eine Praxis. Und habe sehr, sehr viele Leute auf der Wiesn, die gerne zu mir kommen. An der Wiesn muss jeder toll machen. Das würde mich jetzt interessieren, was ist denn so die meistgekaufte Vorwiesenbehandlung? Was machen die Leute? Also die meistgekaufte sind einfach auch die Falten weg. Das Vampirlift habe ich ja jetzt publiziert. Das heißt, man nimmt Blut ab. Am Abend ist man schon wieder fit, schaut jung raus. Und natürlich will jeder tolles Dekolleté haben. Aber ich sage immer, der beste Schönheitskörper ist das Dirndl. Weil sie haben einen Naturbrust, der traumhaft ist und doch das Dirndl, also muss man mal schauen, perfekt und nicht operiert. Nee, auf keinen Fall, hätte ich auch viel zu viel Schiss, also wirklich. Ja. Jetzt brauche ich einen ultimativen Tipp, Sie als Schönheitschirurg, wie kriegt man den Kater weg? Erstens mal, was nimmt man tatsächlich und wie kriegt man müde Augen weg? Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Also ich würde einfach sagen, den Kater bekommt man dann weg, dass man nicht zu viel säuft, also ich bin sehr diszipliniert. Einfach nicht so viel trinken. Ich finde das auch in der Wiesn manchmal so übertrieben, dass die jungen Leute schon so besoffen sind. Also maximal 2 Maß und essen vorher richtig und einen Schnaps dazu und dann gut schlafen. Dann hat man keinen Kater. Man muss halt wieder diszipliniert sein. Und das fand ich heuer an der Wiesn nicht gut, dass es ziemlich viel in normalen Zelten auch die Jugendlichen schon so besoffen waren. Und da muss man mal ein bisschen was dagegen tun. Haben Sie denn da so auf Ihre Kinder geschaut? War das da auch so ein Thema, dass Sie da mal durchgegriffen haben und gesagt haben, Mensch, also meine Lieben, da ein bisschen länger weg vom Alkohol? Naja gut, also meine Kinder sind da schon recht explodiert. Die Tochter sowieso, die trinkt keinen Alkohol. Aber der Sohn ist sehr gestresst jetzt und ist auch heiser. Der kann also nicht mehr auf die Wiesn, aber der genießt es natürlich auch. Ist Architektur, hat er gerade Examen gemacht und dann soll er mal richtig Gas geben. Also wo ich früher Medizin studiert habe, war ich jeden Tag auf der Wiesn und die alte Lederhosen von meinem Opa habe ich durchgesessen. Die ist jetzt so, stimmt, sie haben auch gar keine Lederhosen an. Ja gut, das ist mir jetzt zu unbequem, Lederhosen, ich mache das lieber ein bisschen dezenter jetzt. Okay, aber sie sehen trotzdem gut aus. Ja. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Interview und wünsche noch einen schönen letzten Abend. Alles gut, danke. Ciao. Ciao, 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 ciao. Tschüss, vielen Dank.